Das größte Modernisierungsvorhaben der Wohnungsgesellschaft Güstrow ist auf dem Distelberg zu finden. Am Eicheneck 1 bis 4 werden insgesamt 40 Wohnungen vollsaniert. Fenster älterer Generation werden erneuert, sowie die noch nicht erneuerten Bäder saniert. Eine einzige Wohnung stand in der Modernisierungsphase leer. Hier wurde zusätzlich der Fußboden neu verlegt. Am Haus kommen noch die Sanierung der Dacheindeckung, das Instandsetzen der Balkone sowie ein Wärmedämmverbundsystem dazu, das angebracht wird. Außerdem werden die Elektroinstallation und die Sanitärleitungen erneuert. Vom Dach bis zum Keller wird hier also alles rund erneuert. Dafür werden 1,1 Millionen Euro investiert. Seit Mai wird an dieser Rundum-Erneuerung gearbeitet. Mit den Mietern wurde der Bauablauf genau besprochen, sie wurden über alles informiert. Viele der Mieter wohnen schon seit Jahrzehnten hier. Christian Gierke, Leiter Vermietung. Es verbessert die Wohnsituation für die Mieter, wobei die Modernisierungsmaßnahme natürlich auch mit gewissen Beeinträchtigungen verbunden ist. Aber wir sind uns sicher, dass diese Maßnahmen, die wir durchgeführt haben, die Bedingungen verbessern, dass die Mieter Heizenergie einsparen werden und insgesamt einen besseren Wohnkomfort zukünftig hier in diesem Haus genießen können. Auch an der Fassade ist eine Neuerung zu erkennen. Eine Distel prangt nun am Wohngebäude, gezeichnet wurde sie von Mediendesigner Sebastian Volkmann. So wird das Haus zu einem kleinen Schmuckstück auf dem Distelberg. Ein paar Straßen weiter sind die Sanierungsarbeiten fast abgeschlossen. Das Haus in der Platanenstraße 1 bis 4 mit ebenfalls 40 Wohnungen wurde seit Mai mit einem Wärmedämmverbundsystem ausgestattet. Die Balkone wurden mit einem neuen Fußboden versehen und das Geländer neu gestaltet. Die Kellerdecke wurde gedämmt und das Dach instand gesetzt. 500.000 Euro kostete das Ganze. Jetzt ist fast alles fertig, es folgen dann nur noch die Außenarbeiten der Grünanlagen vor dem Haus. Auch in der Werlestraße wurde in den vergangenen Monaten gearbeitet. Die Nummer 3 hatte als letztes im sanierten Ensemble noch gefehlt. Nun sieht die ganze Häuserreihe schick aus. Das Mauerwerk des Hauses mit 8 Wohnungen wurde abgedichtet und ein Wärmedämmverbundsystem angebracht. Außerdem gab es auch hier einen neuen Farbanstrich. Neue Farbe erhielten auch die Häuser in der Straße der DSF 1, 3 und 5 sowie das in der Goldberger Straße 73. Sie gehören ebenfalls zu einem Ensemble und Janine Gornig als Bestandsbetreuerin ist mit dem neuen Outfit zufrieden. Wir haben hier ein neues Farbkonzept gewählt, was zu den Mietern passt und einfach die Farbe aufgewertet und einen zurückhaltenden Farbton genommen mit Farbtupferchen. Ja. Und ich denke, das ist ganz schön geworden. Letztes Jahr haben wir die DSF 7, 9, 11 gemacht und wir wollten jetzt die restlichen Häuser, die noch sehr zurückhaltend sind, auch farblich neu gestalten. Und das passt jetzt richtig schön in den ersten Bauabschnitt zu den Mietern und halt ins ganze Quartier. Zuletzt wurden die Häuser 1993 saniert, darum war ein neuer Farbanstrich schon mal nötig. Außerdem wurden die Wäscheplätze erneuert und die Treppe zum Keller wieder schick gemacht. So gibt es doch immer wieder zahlreiche Modernisierungsvorhaben und das wird auch weiterhin so bleiben, wie Christian Gierke verrät. Ja, auch im nächsten Jahr wird es ähnlich weitergehen. Wir werden auch wieder ein großes Wohnhaus modernisieren. Wir werden unser Fassadenprogramm weiter durchführen. Wir werden weiterhin in der laufenden Instandhaltung investieren. Wir werden unsere Objekte fortlaufend auf dem aktuellen Stand halten. Insofern wird es auch im nächsten Jahr nicht langweilig werden und es wird nicht weniger zu tun geben. Letztlich dient auch das dazu, damit sich immer mehr Menschen in der Stadt wohlfühlen und gern hier leben.